Das Band nehmen und den Stoff von der Mitte ausfassen. Nimm 2/3 des Stoffes mit den Händen zusammen. Das Band auf den Bauch legen und um die Taille wickeln. Die Klappen hinter dem Rücken kreuzen. Zu den Schultern führen wir Schmetterlingsflügel. Dehnen, um Knickstellen zu vermeiden. Die Klappen an jeder Schulter zusammennehmen. Führ sie zwischen Tuch und Bauch durch. Den Stoff gut dehnen. Die Klappen überkreuzen und hinter den Rücken bringen. Mit einem Doppelknoten auf Höhe der Nieren abschließen. Die Kreuzung auf der Innenseite der beiden Klappen herunterklappen, um Platz für das Kind zu schaffen. Das Kind auf die Schulter legen, die Klappe gegenüber dem Kind zurücknehmen, das Bein des Kindes umschließen, indem die Klappe in der Kniekehle platziert wird. Das Kind auf die andere Schulter legen, die andere Klappe in der Kniekehle platzieren. Das Kind zur Körpermitte begleiten, indem man es auf die Kreuzung sitzen lässt. Das Kind nimmt die physiologische M-Stellung der Beine ein. Die innerste Klappe von einem Knie zum anderen strecken. Den Stoff unter der noch gerafften Klappe einklemmen. Die zweite Klappe von Knie zu Knie strecken. Die vordere Klappe des Bandes nehmen, über die Füße führen und hinter die Kniekehlen legen. Bis zum Nacken hochziehen. Eine Drehung auf der Schulter machen, die das Gesicht des Kindes zeigt, prüfen, ob die Atemwege frei sind. Sie können die Füße bedecken, um ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Das Baby herausziehen und die Füße freilegen, das Frontband absenken und in die Ausgangsposition zurückkehren. Die gekreuzten Klappen öffnen, beginnen mit der äußeren. Das Kind sicher halten. Das Baby mit beiden Händen unter den Achseln halten, nach oben ziehen.